Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen, Sonntagmorgen aus der Toskana. Ich möchte heute mit euch eine unglaubliche Geschichte teilen, die wir gestern erlebt haben. Ein unglaubliches Wunder. Jesus geht ja im Textvers sehr selten auf die Idee von Engeln ein oder Schutzengeln, ne? Die wir so im landläufigen Gebrauch kennen, die Schutzengeln. Meine Mutter, immer wenn sie was verloren hat, dann hat sie den heiligen Antonius um Hilfe gebeten. Der soll ihr zeigen, wo sie die Sache, die sie scheinbar nicht mehr findet, versteckt hält oder wo sie sie finden kann. Und ich möchte jetzt eine Geschichte mit dir teilen und ich bin heute noch ganz aufgewühlt. Eine Geschichte des Wunder, eine Geschichte von Schutzengeln, kann man nur so sagen. Gestern am Abend hier in der Toskana im Seminar, im Retreat, haben wir eine Übung gemacht. Andrea hat die Anleitung gemacht. Andrea, eine wunderbare Übung. Sie hat davon erzählt, wie sie vor ungefähr, weiß nicht, 10, 5 bis 10 Jahren oder 10 Jahren einmal in einem See geschwommen ist. Plötzlich hört sie eine Stimme, weil da sind zwei Männer draußen gewesen, also zwei ganz hübsche junge Männer. Und sie hört eine Stimme in ihrem Geist und sie kann sie eindeutig als die Stimme von Jesus identifizieren. Und sie hört zudem die Stimme und die Stimme sagte: Geh hinaus, geh zu diesen Männern und erzähl ihnen von einem Film. Und der erste Gedanke in Andrea ist, es ist doch so peinlich, diese jungen Männer, die denken, diese alte Hexe, was will denn die von uns? So hat sie das uns erzählt. Und doch war die Stimme so eindeutig und so stark, dass sie der Stimme voll gefolgt ist. Und sie ist hinausgegangen zu diesen Männern und hat gesagt: Habt ihr schon einmal vom Film ein Becken voller Männer gehört? Sie ist hinausgegangen und hat es ihnen gesagt. Und die Männer haben sich so fast weggedreht. Und sie hat so gespürt, diese Ablehnung. Die sind ja überhaupt nicht an dem interessiert. Die wollen ihre Ruhe haben. Die wollten über andere Themen sprechen. Und so ist sie zurück in den See wieder geschwommen. Und plötzlich hört sie wieder die Stimme: Geh zu diesen Männern und sprich über diesen Film. Dir war nichts peinlicher als das. Schon wieder soll ich da hinaus. Ja, Jesus, wo führst du mich da aufs Glatteis? Was willst du von mir? Lass mich doch in Ruhe, hat sie für einen Moment innerlich gesagt. Kennst du das, dass diese Stimme Jesus dir was sagt und das dir vielleicht peinlich ist? Und du willst es nicht tun und doch ist es so stark, die Stimme, dass du es irgendwo weißt, du kannst es nicht anders als es tun. Und sie ist wieder aus dem Wasser hinaus und ist wieder zu den Männern. Hat für den Film gesprochen und hat gesagt, ihr solltet diesen Film sehen. Und die Männer haben wieder kein Interesse gezeigt. Und sie hat sich gedacht, ja, jetzt ist es vorbei. Und dann hat sie drei Schritte nach vorne gemacht, wollte wieder von diesen Männern weggehen und plötzlich hört sie die Stimme in ihrem Geist wieder, die sagt, geh zu diesen Männern und sprich über den Film. Und dann kehrt sie wieder um und sie sagt, das war das Peinlichste der Welt. Sie ist wieder umgekehrt, auf die Männer zugegangen und hat gesagt, da geht es darum, dass ein Mann so unzufrieden ist und über seinen Transformationsprozess, wie er aus dieser Unzufriedenheit, aus seiner Lebenssituation herauskommt. Und sie geht wieder und erzählt es diesen Männern. Und dann sagt einer der Männer, weißt du, das ist genau meine Situation. Ich glaube, ich werde mir diesen Film anschauen. Und Andrea hat in diesem Augenblick gewusst, ja, genau deshalb hat mich Jesus dorthin geschickt. Jetzt ist meine Funktion erfüllt, jetzt kann ich weiter schwimmen. Und sie ist wieder ins Wasser gehüpft und weiter geschwommen. Und so haben wir gestern eine Übung gemacht, mit dir auf Anleitung einfach auf die Stimme, ganz frei auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Sich vielleicht dem Bruder zu nähern und ihm irgendwas zu sagen, einen Kuss zu geben oder mit ihm zu tanzen oder zu singen oder ins Swimmingpool zu steigen und zu schwimmen eine Runde oder was auch immer.
Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben diese Übung gemacht. Und da sind die ein paar Frauen da herum und herunter da Richtung Swimmingpool. Und plötzlich kommt eine gelaufen und sagt, weißt du, ich höre Hilferufe aus dem Wald. Da liegt jemand unten, der ruft um Hilfe. Und wir sind dann alle sofort heruntergelaufen vom Swimmingpool zum Waldesrand und haben wirklich Hilferufe gehört. Und es war eine Kursteilnehmerin von uns. Und die hat gerufen, ich bin abgestürzt, ich bin abgestürzt, ich brauche bitte Hilfe. Kann mir bitte jemand helfen? Und dann hat sie noch gerufen, aber ihr werdet mich nicht finden. Schickt mir doch ein paar Polizeihunde, die mich aufspüren können. Und wir, das war so eine unglaubliche Situation jetzt. Wir folgen Gottes Stimme, wir haben diese Übung gemacht. Hätten wir nicht diese Übung gemacht, hätten wir diese Frau da unten nie gehört. Weil wir geglaubt haben, sie ist schon ins Bett gegangen. Sie war müde. Und so sind wir dann sofort hinaufgelaufen zum Verwalter hier. Zu Hermann heißt er, hinaufgelaufen. Und haben gesagt, Hermann, wir brauchen Hilfe. Eine von uns, die liegt da unten im Wald und die schreit um Hilfe. Und der Hermann sofort heraus. Und das passiert in diesen Situationen. Und da denkt man nicht mehr, dass das Wichtigste nur zu helfen. Der hat nicht gesagt, ja, lass mich den Film noch zu Ende schauen und dann helfe ich. Nein, er ist sofort herunter. Und wir haben geschaut und wir haben die Hilferufe gehört. Und die waren ein paar hundert Meter da unten. Und wir haben nicht gewusst, wo sie wirklich herkommen. Und dann hat Hermann gesagt, er geht hinunter. Eine Lampe, mit einer Taschenlampe, er geht da hinunter. Und das dickes Gestrüpp. Kennst du diese Brombeersträuche, die haben Stacheln dran? Aber der Hermann hat eine lange Hose angehabt. Zwar nur ein kurzes Hemd, eine lange Hose, und ist da hinuntergegangen. Und da durch das dickste Gestrüpp hinunter. Und dann sind noch andere Männer von uns hinuntergegangen, hinter ihm. Und dann plötzlich hat er dann geschrien, ja, er hat sie gefunden da unten. Er hat sie gefunden. Sie ist im Badeanzug da unten, sie ist abgestürzt im Badeanzug. Durch das dicke Gestrüpp, durch diese Brombeersträuche nach unten. Aber es ist ja nichts passiert, nichts Grobes passiert. Abschürfungen hat er dann. Aber Größeres ist scheinbar nicht passiert. Und dann sind diese Männer von uns hinunter. Das war gröbstes Gestrüpp. Man hat sich den Weg freischlagen müssen. Und das war so eine Hilfe, es war so eine Wundersituation. Jeder wollte nur hilfreich sein. Die einen haben Gebete gemacht, die anderen einfach in der Stille alles gesegnet. Und die Männer, die sind da hinunter im Wald und haben sie gefunden, haben sie aufgerichtet. Haben sie beruhigt, haben sie zum Lachen gebracht. Einer von denen ist Krankenpfleger, der weiß, wie man die solche Leute umgeht, hat sie zum Lachen gebracht. Und die hat man dann gehört, je näher sie gekommen sind nach oben, wie sie gelacht haben. Und sie auch, die Frau hat schon wieder gelacht. Und schließlich und endlich haben sie hochgebracht. Und das kann man sich nicht vorstellen. Das ist eine unglaubliche Situation, wenn so jede Sekunde steht still, einfach im Geiste Gottes. Sie haben sie hochgebracht und jeder war so froh und sie ist endlich nach oben. Und dann haben wir sie auf eine Bank gesetzt und weggetragen hinauf zum Seminarort, wo mehr Licht gewesen ist. Und man hat gesehen, es ist nicht viel passiert. Es ist nicht viel passiert und sie hat noch ein bisschen Abschürfungen gehabt an den Beinen. Die hat man versorgt. Es ist ein Wunder passiert. Jeder hat gewusst, ja, wenn die Frau, wenn das schlimm ausgeht, dann wäre die da unten gelegen, man hätte sie nicht gehört. Und sie hätte sich Sachen brechen können oder was auch immer passiert wäre. Und es ist fast nichts passiert. Jeder hat gesagt, was für Schutzengel hast du gehabt? Und es war eine Situation der totalen Liebe. Jeder ist zum Schluss zu ihr gegangen, gestern hat sich verabschiedet und sich bei ihr bedankt. Ihr war das für einen Moment peinlich, aber jeder hat sich bedankt. Sie umarmt und gesagt, Gott sei Dank bist du hier. Du bist Teil von uns. Du bist Teil von uns. Schön, dass du wieder zurück bist und wir dich umarmen dürfen. Ins Herz, ganz von Herz zu Herz. Und wir haben sie dann noch zum Campingplatz gebracht, wo sie schläft, im Camper.
Das hat alles einen guten Ausgang gehabt. Ein glücklicher Ausgang allerdings gewiss, wenn wir wundergesinnt sind. Egal wie die Situation ausgeschaut hat. Wir sind ganz ruhig geblieben, wir sind im Gebet geblieben. Wir haben alles gesegnet. Und einige Männer haben natürlich geholfen. Das war das Maximalste, was man machen konnte. Und das war das einzig Wirksame. Und da wurde mir wieder bewusst, ein untrainierter Geist wäre in Panik geraten. Ein trainierter Geist. Wir waren uns gewiss, dass alles einen glücklichen Ausgang nehmen wird. Und das ist das Wort des Sonntags, das ich heute mit dir teilen möchte, liebe Schwester, lieber Bruder. Danke, dass du diese Geschichte mit mir anhörst. Eine Geschichte der Heilung, eine Geschichte eines Wunders, eine Geschichte des Vertrauens, dass alles einen glücklichen Ausgang nehmen wird. Alles nimmt einen glücklichen Ausgang. Das ist der Dinge aller, Ausgang aller Dinge. Ein glücklicher Ausgang aller Dinge ist gewiss. Danke, meine liebe Schwester, danke, mein lieber Bruder. In dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag. Und sag einfach, wie sehr ich dich liebe und danke für diese schöne Erinnerung. Ein glücklicher Ausgang aller Dinge ist gewiss. Danke, ich umarme dich, ich liebe dich so sehr und wir sehen uns in einem Augenblick. Danke.